eigentlich Elektroniker für Anlagentechnik, mache aber momentan, kümmere mich um die Netzkoordination, Netzplanung. Ja, auf jeden Fall habe ich als erstes mal die Mittelschule absolviert, 10. Klasse. Danach habe ich mich angefangen zu bewerben und ja, 3,5 Jahre Lehre und jetzt sitzen wir hier. Wir pflegen unsere Anlagen, wir können aber Anlagen selbst erstellen, selbst planen, sind danach für die Wartung, den Standhalt sind zuständig, sodass die Anlagen kontrolliert auch laufen. Vornherein war ich halt größtenteils in Anlagen unterwegs und momentan ist halt wirklich nur noch Firmen koordinieren, Angebote einholen und dann mich darauf spezialisieren, das Netz zu dauern zu bauen. Ich hätte nie gedacht, dass es irgendwann mal in die Richtung gehen wird, bin aber auch froh, dass es jetzt so gekommen ist. Es war sehr gut auch für meine Ausbildung, weil ich habe enorm viel dazulernen können, was ich vorher halt nicht so gelernt habe. Es ist viel spezieller geworden, es war auch am Anfang nicht gerade leicht, aber man lernt sich rein. Die Planung ist noch, dass ich meinen Meister für Mechatronik mache. Natürlich Vorbildung, Weiterbildung eben im Bereich Planung, Koordination, IT-Technik, aber auch Lichtwellentechnik und ja. Man hat so viele Möglichkeiten, in welche Richtung man gehen kann. Drehen, Fräsen, diese Geschichten. Man kann allein in die Planung gehen von mechatronischen Anlagen. Man kann aber auch nur in die Instandhaltung gehen. Man bringt eben auch privat relativ weit. Man kann auch selber mal eine Steckdose anbauen oder eine Lampe anklemmen, wofür man immer die Firmen braucht letztendlich. Und das könnte man auch mal alleine machen.